Guten Abend, meine Damen und Herren. Kulturaktuell möchten wir heute mit dem Porträt eines, wie ich finde, hinreißenden Boogie-Woogie-Pianisten beginnen, mit Vince Weber, einem 35-jährigen Hamburger, der lediglich als Kind mal 3 Jahre lang Klavierunterricht gehabt hat, aber er habe damals so gut wie nie geübt, er habe einfach immer nur Klavier gespielt, erinnert er sich heute. Jedenfalls spielt er inzwischen sehr behende und so faszinierend, dass seine Konzerte in der Hamburger Fabrik immer wieder Publikumsrenner sind und das seit vielen Jahren. Am nächsten Montag spielt er dort wieder und dann mit 14 Musikern aus England, Frankreich, Österreich und der Bundesrepublik und die meisten dieser Musiker sind Pianisten. Das liegt daran, dass wir in 4 Tagen 4 Achten auf dem Kalender haben werden. Wir haben dann nämlich den 8.8.88 und da das Klavier 88 Tasten hat, zelebrieren Pianisten überall auf der Welt an diesem Tag eine Hommage an das Klavier. Zumal der Montag ja auch noch der 8. Tag der Woche ist und der Boogie-Woogie 8 Schläge pro Takt misst. Sehen Sie den Beitrag von Klaus Goldinger. Der Blues, der lässt dich nirgends los, meint Vince Weber. Und so spielt er gelegentlich schon mal im Auto unterwegs zu einem Konzert, Boogie on the Road. In Hamburg trifft man Vince Weber regelmäßig in der Musikkneipe Sperl. Wenn in den umliegenden Lokalen längst die Bänder der synthetischen Musikberieselung stillstehen, geht es hier oft erst richtig los. Spontane Live-Musik bis zum frühen Morgen. Der Blues war für ihn schon als Kind Abenteuer und Freiheit. Und sein Vater, ein Hamburger Fabrikant, fand sich früh damit ab, dass sein Sohn in der bürgerlichen Villa Unbürgerliches trieb. Ich habe als Junge schon angefangen zu spielen hier am Klavier. Und da ist witzig, in dem Zusammenhang, dass ich schon als kleines Kind, wenn ich mit meinem alten Herrn irgendwie Streit hatte oder so, dass ich gesagt habe, deine Firma, die er hat und die ich mal irgendwann übernehmen sollte, deine Firma übernehme ich nicht. Für mich bedeutet der Blues einfach eine Stimmung im Kopf. Ja. Richtig, nicht? Ja. Ich meine, man steht oft morgens auf und ist unheimlich deprimiert. Einfach, weil alles um einen herum grau ist. Und dann habe ich mich immer hingesetzt und gespielt. Vor einigen Jahren erfüllte sich Vince Weber den Traum seiner Kindheit. Er fuhr in die Südstaaten der USA, nach Louisiana, nach Mississippi, nach New Orleans, dorthin, wo der Jazz geboren wurde. The Feeling of the Blues. Was das ist, erlebte er dort nicht nur in Begegnung mit großen Musikern wie Champion Jack Dupree und James Brooker, sondern überall im Alltag der Schwarzen. Es ist für mich so gewesen, dass das, was ich, sagen wir mal, in meiner Jugend so am Klavier geträumt habe und auch das, was ich aus der Musik rausgehört habe, dass ich das so empfunden habe, dass die Menschen, die es da spielen, auch so leben. Also ich hatte das Gefühl,
als wenn ich in meine eigenen Träume schon reinfalle irgendwie so. New Orleans Dampfer gefahren, stand draußen dran, Essen und so, wir hatten Hunger, ich wollte was essen, komme auf den Dampfer rauf und da sagt die schwarze Dame, die Tisch unter sich hat, hier nix, alles besetzt, kein Platz, gar nichts. Ich ziemlich genervt, gehe da so in die Bar von diesem Raddampfer und setze mich ans Klavier und spiele, natürlich vorher gefragt, mach ich mal. Und dann waren die Mädchen, die haben da so serviert, die für die Gäste, die fingen auf einmal alle an zu tanzen. Da kam diese alte Dame, boom, und sagte, ey, die Musik hätte sie seit 20, 30 Jahren nicht mehr gehört. Kannte sie aber von früher, als sie kleines Mädchen war. Und dann, bums, da ging es auf einmal. Hatten einen wunderschönen Tisch, haben schön gegessen. Und es ist also schon so, dass einem die Musik da auch sehr weiterhilft. Am 8.8.88, also in 4 Tagen, spielt Vinz Weber in der Hamburger Fabrik zu Ehren des Klaviers und seiner 88 Tasten. Vinz Weber sieht sich auf zahlenspielerische Weise ganz besonders eng mit der 8 verbunden. Er ist 53 geboren, Quersumme 8, dann auch noch an einem 26. wieder Quersumme 8 und dann natürlich im Oktober. In dem Wort steckt noch das lateinische Octo, was auf Deutsch 8 heißt. Der Oktober war der 8. Monat auf dem römischen Kalender. Dass Vinz Weber dann auch noch in der Octaviusstraße wohnt, ist, meine ich, fast zu viel des Guten. In der Fabrik wird er am kommenden Montag zusammen mit seinem alten Idol Champion Jacques Dupré auftreten, mit Axel Zwingenberger, Abi Wallenstein und Henry Heggen, um nur einige der Musiker zu nennen, die auf dem ersten Hamburger Blues- und Boogie-Festival auftreten. Ein Geheimtipp: am Sonntagabend feiern die Musiker im Sperl in den 8.8.88 hinein. 2 Bösendorfer stehen dann da und Sopoldi der Wirt. 100 Musiker aus aller Welt hauen dann in die 88 Tasten. Sicherlich wird's im Sperl sehr eng. Da übrigens habe ich Vinz Weber entdeckt, immer wieder, zu oft ziemlich später Stunde.